Marco, magst du mal das Eichhörnchen da aufluten, da, was da rechts liegt, neben Ich Friedrich? habe keine Ahnung, wer da jetzt gerade angerufen hat, aber ich rechne Look gerade out, damit, I see a truck dass nearby. gleich irgendwer nach oben kommt und Telefon. Du, da hat ein Telefon geklingelt. Ah, schön. Und natürlich der Zwerg als erstes. Granaten und Pfeil und Gold. Korrekt. Pfeil an Thomas, Granate an mich, Gold bleibt bei dir. So, was? Wie immer. War nichts Wichtiges. Nur ein bisschen Geld, nur ein bisschen Pfeil. Geld? Hier ist aber irgendwo eine Kiste. Ah, da. Ah, grab's mit deinen Krallen aus. Ja, natürlich. Heldenruhe. Schön. Zauberstab nicht identifiziert. Fähigkeitenbuch Redeverbot. Gauner. Hast du wahrscheinlich schon, oder? Schuppenstiefel. Kann verkauft werden. Finesse. Wow, das ist dein Gürtel, Marco. Echt? Alles glänzendes Band. Zwei Finesse, 20 Giftresistenz, wobei das nicht so. Wobei doch, klar, ist gut. Eins Schleichen, eins Dieberei. Egal. Nice. Oh, ich hab grad den perfekten NPC für mich Wie ist das gefunden. eigentlich? Hast du 200% Giftresistenz oder? Ich? Friedhof, Vorsicht, da kommt einer auf dich Ja, zu. Friedhof, Vorsicht, tatsächlich Klappe. 200%. Lass ihn auf mich zukommen. Wieso, der ist. Ich bin ihm egal, ich bin nur ein Zwerg. Na gut. Wie viel Aber ich Prozent könnte hast mit du diesem jetzt mit dem gestrandeten Gürtel? Händler reden. Wie bitte? Wie viel Prozent hast du jetzt mit dem Gürtel? Ich glaube 200% ist Maximum. Ach so, okay, na gut. Darf ich mit dem gestrandeten Händler reden? Was für ein gestrandeter Händler? Der hier? Ja, Ja. Händler. Wo rennst du denn hin? Der ist doch hier. Move along, stranger. Ach, hier sind überall gestrandete Händler. Ach du schöne Scheiße, was hat der für Inventarsachen? Verkaufen die denn alle? Haben nichts zu tun? Bist du wieder am Klauen, Marco? Nee, ausnahmsweise nicht. Ich hab Ich nur irgendwas in glaube, Inventar verändert. ich habe alles, was ich im Moment brauche. Wirklich, wirklich interessante Sachen hat dieser hier jetzt nicht. Ich möchte irgendwann noch mal eine bessere Mütze. Der ist auch ziemlich krass. Ich habe immer noch eine Rüstung der Stufe 6. Ja, die könnte man mal auffrischen. Ja, aber meine Rüstung hat plus 2 Pyrokinet und plus 1 Konstitution. Das ist schon mega cool. Die meisten kack-anderen Rüstungen, die bringen gar nichts. Hey, da steht ein Hat er Elefant. nix? Ach nee, Na, nichts, was ich Dino. brauche. Ah, soll ich ihn beklauen? Nein. Kannst du gerne machen. Tut euch ganz an. Dann sollten wir überall rennen. Klau ihm irgendwas, ein bisschen Gold. Ach, ich glaube ihm einfach das Gold und gut ist. Ja. Gut, dann los. Haben wir jetzt eigentlich irgendeinen Plan? Diebstahl, Diebstahl. Mein Hintern ist nicht mehr da. Verdammt. So. Bad people. Black Beschwert sich irgendwie Ring. nicht, ne? Er beschwert sich aber nicht. Doch. Ihr könnt euch nicht ewig verstecken, sagt er. Well, Ja. Tja, naja. Dürfen wir jetzt wieder rein? Denke schon. Wenn er Tja, naja gesagt hat. Dann hat er sich damit abgefunden, ja. Mein ganzes Gold ist weg. Tja, naja. Was ist das? Ach du Kacke, den sich hier jetzt ist. Diesen riesen Drachen. Oha. Ach du Kacke. Die Fähigkeit Redeverbot, habe ich die von Marco gekriegt? Ja. Ja, kannst verkaufen. Aha, hier sind Echsenmenschen. Alter, die Rüstung ist ja mal geil. So könntest du auch aussehen. So würde ich gerne aussehen, ja.
Oh ja. Ich finde den kleinen Weißen auch ziemlich cool. Tja, Kerle sind deutlich kleiner als Frauen. Red aber erstmal mit Rona. The great creature gives you a disinterested look. Fast immer so. Yeah, yeah, yeah. For all the good it's done me. Still, can't complain. Leastways I could complain, but no one would listen. Oh, nicht schlecht. Was denn? Ich hab gerade diese weibliche Echse angesprochen. Ich kann ihr erzählen, dass ich eine Echse kenne, die ebenso rot ist wie sie. Kein Kommentar, ich gehe lieber weg. The beast chews, so nah, it turns away. Okay, soll ich mal mit ihr reden? Ja, ist wahrscheinlich sinnvoller. You spy a lizard lady dressed in the royal colors of the House of Law. She nods at you politely, but remains quite silent. You notice her skin is of a bright red color. Kaiserliche Manieren. You bow, and she places her right hand on your head as a sign of acceptance and benevolence. May the goddess rays fall upon thy person and thy house, kinswoman. Blessed be your devotion. Mit wem habe ich die Ehre? I am Sada. Three words that must suffice, it seems. There is no further explanation forthcoming. Okay, ich kenne sie? Keine Ahnung. Ja, ich kenne mal eine Echse, die war rot. A sudden intensity darkens her onyx eyes. If you truly know him, you will be so kind as to bring the Red Prince to with haste. Ja. Meine, der müsste noch am Strand liegen. Wollen wir uns mal eben am Strand umsehen? Ich glaube, wir könnten noch seine Leiche finden. Ich glaube, der rote Prinz ist der Einzige, den man noch wiederfinden könnte. Der arme rote Prinz. Wo war der denn arm? Hat der Hatte den? Der gestrandete rote Händler hier... rote der gestrandete Händler. Da was Gutes? Ich guck gerade. Da auch ziemlich viele Bücher wieder hier. Aha. Hautverpflanzung. Setzt alle Abklingzeiten zurück und entfernt brennend Nekrofeuer, vergiftet und blutend. Aha. Auch krass. Feuerresistenz. Weiß ich nicht. Haut mich jetzt auch nichts vom Hocker. Nichts, wo ich sage, oh, das müsste unbedingt gekauft werden, ist aber nicht. Ja, hier auch nicht. Ne. Alles hier. Unsinnige alles, Leute. Alles nutzlos. Hier ist ja auch noch ein gestrandeter Händler. Wollen wir mit dem reden? Unten ist so Leiche, die ich flattern kann. Auch nichts. Ah. Konstitutionstrank. Giftresistenz, der hat einen Arsch voll Gold, der Kerl hier. Oha. Oh, warte mal, Marco. Ja, ich guck nur. Okay, dann, weil ich würde mich gerne fortgehen erstmal. Ja. Ich würde mich eben mal kurz eher mit seiner Kuh sprechen. Was? Armer alter Pleddy hat Platsch gemacht? Was passiert? Oh, der liegt da unten, der Ochse. Paddy pulled it real good. Der Tod oder was? Ja. Careful. So semi, ne? Paddy war gut im Sachen ziehen. Unten liegt doch noch eine Leiche. Ja. Die hat nichts dabei. Paddy ist in den Graben gefallen, armer Paddy. Okay, wenn du jetzt nochmal Staub stehlen willst. Oder nicht? Gut. Achso, ja, kann ich machen. Hier hinten sonst irgendwas? Oh, Paddy hatte eine Sehne dabei. Sehnen sind immer gut. Wo bist du denn? Nach unten gegangen. Da. Ja, da können wir sonst auch gleich runter. Ah, hier waren wir schon mal. Ich erinnere mich an dieses Haus. Hast du ihn bestohlen? Ja, lauf. Aber auch andere Seite. Andere Seite? Okay. Ja, kommt zu mir runter. Vorsicht, renn da nicht hin. Ich wurde beklaut. Mein Stuhlgang ist stehen geblieben. Ihr könnt euch nicht ewig verstecken. Hast du da in den Rang? Ah. Wo seid ihr? Weil, jetzt geht er gucken. Marco, er geht gucken. Und er hat's aufgegeben.
Weil wir waren schon mal in dem Haus da drüben und da haben wir festgestellt, wir sind unterlevelt. Was? Und sind wieder rausgegangen. Hier habe ich ein Buch gesehen. Hast du das Buch eingesammelt? Ja. Was war das für ein? Keine Ahnung. Oh, Pfad, keine. Der Pfad und die Pilgerreise. Wenn ich zeig's mir, ich will das Buch. Gib mir das Buch. Friss es. Ja, geil. Ach, hier verwesen wir. Der Hafen ist zu überlaufen, okay. Ah. Ein Bogen. Springen wir hier einfach rüber? War da nicht ein Kampf da drüben? Ja. Ja. Okay, können wir machen. Ich meine, wir sollten auf jeden Fall vorher speichern. Ja, wir sind jetzt mega mächtig, das waren wir beim letzten Mal. Sollten wir nicht vorher speichern. Speicher lieber. Nach allem, was wir gerade gemacht haben. Neu machen. Hab ich keinen Lust. Now is not the time for a bath. So, hallo ihr Hinterhaltsleute. Geh mal zur Kiste. Haltet euch bereit. Nein, 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 geh nicht zur Kiste. Nicht identifizierten Speer. Rosa Ring. Frithjof. Wieso nicht zur Kiste? Ich wollte gerade sagen, geh nicht zur Kiste. Ich kann sie auch zu uns ziehen. Aber egal. Warum? Egal. Ey, wo sind jetzt die Leute? Kommen wahrscheinlich, wenn wir da andersrum oben gehen. Da! Und spontan setzt bei mir die Musik aus. Sehr gut. Zu dramatisch. Ah, hier ist der Häuptlingsplünderer schon mal. Die haben alle Feuerimmunität. Das ist ja jetzt nicht so geil für mich. Ja. Haben die das unendlich? Ja, dauerhaft. Ja, das ist nicht so ideal für mich. Das heißt Granaten. Okay, wo bin ich? Ich bin da unten irgendwo, okay. Ihr könnt mich alle mal. Sehr gut. Repariert. Wir sind noch nicht mal kaputt. Noch nicht. Aber das hält für drei. Das heißt, meine Feuerangriffe machen ihm auch gar keinen Schaden wahrscheinlich? Nein. Aber er regeneriert wahrscheinlich nicht durch Feuer. Wahrscheinlich. Rein praktisch. Oh doch, er regeneriert durch Feuer. Hm. Ich könnte es eigentlich gleich mal regnen lassen. Genau, da unten. Die alle? Ne, die haben gar nicht alle Feuerimmunität. Der oben hat keine Feuerimmunität. Das ist dein Gegner. Das ist mein Gegner. Dann tu ihm weh. Mein Nemesis. Ja, stimmt, das Feuer macht da ja auch irgendwie so kranken Scheiß. Oh, genau auf Thomas. Ja, klar. Und tschüss. Was? Was? Schon? Ja. Du bist mächtig. Thomas ja auch schon drauf gebolzt. Achso, okay. Oh, der Häuptlingsplünderer hat gar keine physische Rüstung, sehe ich gerade. Oh ja, sehr zu seinem Nachteil. Eben Kramen. Da. Ja, Pong. Scheiße, schnell weg, die sind ja total krank. Voll irre, die Kerle. Oh. Das ist gleich wieder runtergefallen. Wolltest du Thomas, oder? Ja, er wollte in seinen Rücken. Ja. Geh lieber auf den, der am Boden liegt, der hat keine Rüstung. Okay. Was weg ist, ist weg. Ups. Regen. Frithjof, Regen. Guck mal, dieser Segen. Regen der Könige. Regen. Weiß nicht, was die alle immer mit diesem Segen wollen. Es soll Segen regen. Scheiße. Es soll Segen geben.
So, mit Flügel. Guten Tag. Oh cool, ist Thomas verwesen? Ne, ist erkrankt. Er ist verwesend und erkrankt. Verwesen kann ich heilen. Das bringt in dem Gebiet nicht viel. Stimmt, ja. Ja, stimmt, das ist hier... Gebietsübergreifend. Genau. Thomas hätte sich bewegen sollen. Oh, gut, Thomas hat Glück. Was ist da los? Das Ding ist an dem vorbeigefallen. Ja. Auf den Typen, der schon fast tot ist. Kann er ja durch Dampf gucken? Ja. Oh. Ehrlich? Ernsthaft? 18 Leben noch. ich kann nicht zufällig beide treffen gerade. Nee. Egal. Kommt der noch vor mir dran? Der andere, ja, war der vor alte mir. Ach, da gehe ich auf den erstmal. Nein, Atropie. Verdammt. Thomas lässt seinen Bogen fallen. Warum, Thomas? Ein Bogen ohne Schütze. Ein Schütze ohne Bogen. Das kriegt ihr auf mich nicht ein. Ah, nee, dann treffe ich Thomas und Marco auch. Oder ist das irrelevant? Ist irrelevant. Eigentlich, ja. Also versuch prozentual mehr zu Marco. Verwickelt? Okay. Mal alles kontaminieren ist da. Was? Oh, oh, was? Ah, er kommt drauf. Der kann das auch. Interessant. Weißt du, ich bin der Einzige, der den ganzen Kampf über noch nichts abgekriegt hat. Ja, er steht da unten in Deckung. Zaubert so ein zwischendurch bisschen. Noch so ein paar Sachen hinwerfen, da noch was hinwerfen. I'm firing my laser! Alter, ey. Das hat auch ganz schön Schaden. Oh Mann, ey. Na, 400. Der Laser ist echt mächtig. So, ach, Thomas ist entwaffnet, so ein Mist. Mach doch Kung-Fu Thomas! Kung-Fu Thomas! Thomas springt weg. Und hier ist er noch höher. Oh ja, wenn der erstmal seinen Bogen wieder findet. Wie lange hält das? Noch eine Runde. Achso. Müsste nach diesem Schicken hier tot sein. Oh, kann sein. Ich hab noch kein Leben verloren. Sehr gut. Ja, okay, der Attentäter-Plünderer ist ohnehin hinüber, wenn Marco mit dem angefangen ja, hat. Ja, das Problem ist, ich kann nicht in seinen Rücken. Wieso nicht? Ah, ach so, weil er zu nah an der Dings steht. Du musst lernen, die Gegner zu drehen. Ja. Einfach an den Schultern packen und drehen. Stell mir das gut vor. Was war das denn gerade? Seht ihr einander mal. Okay, ich bin gespannt. Ich hab's nur so im Augenwinkel noch so Blitzen gesehen. Wie ein Phönix will ich sein und tauche in die Asche auf. Wie ein Phönix. Das was, ich mach das jetzt einfach mal. Oh, okay. Reparieren oder was? Nee. Was? Okay. Also das Stacheln schießen. Ja. Ich kann Stacheln schießen. Okay. Na cool, also. Macht so Stacheln aus mir raus. Wo ist der Magier? Da.
Ach, der hat ja nichts mehr. Das regelt mein Us. Los, Us. Sehr gut. Ein Us auf dem Kopf, der macht das. Gut. Schön. Ich hab Sternenstaub gefunden für Fritjo. Oh, jemand fragt, Regen ist noch auf Cooldown. Lass es mal regnen. Wollen wir wieder zurück? So, oben rüber wieder? Kann man darüber? Warte mal. Achso, nee, wir müssen sowieso hier unten lang, oder? Ich hab absolut keine Ahnung. Das ist eine Truhe. Hier ist eine Truhe, eine fette. Wieder nicht, oder? Was? Gott, verdammte Scheiße. Verflucht irgendwo noch so ein Friedhof im Off. Ja, mir fliegt ständig diese Motte vorm Gesicht rum und wenn ich sie dann gerade mal im Visier hab, dann haut sie ab. Dann sieht er nix. Gott, verdammte Scheiße. Die sind so groß immer. Nein, das ist so eine winzige Kackmotte. Eine winzige Kackmotte, sagt er. So, ich würde sonst sagen, wir gehen erstmal links lang. Ich habe übrigens gerade 3 Millionen Pfeile bei diesem einen Typen gewonnen. Nice. Um eine blaue Hose für Julian zum Identifizieren. Die Zwerge baten ihren mächtigen Gott Pumpernickel um die Kunst des Fliegens. Stirb, kreischte der Gott. Wie könnt ihr es wagen? Ihr seid kein Stück besser als das dumme Volk von Roggenbrot. Opfert mir euer bestes Schwert am Sonntag. Sonst werde ich euch mit einer Plage von Fröschen vernichten. Okay. Keine Ahnung. Ist eine schockierte Kuh. Es ist das Kradelsons albernes Buch der leeren Seiten. Ganz witzig. Könnt ihr auch mal reingucken. Willst du mit der schockierten Kuh reden? Ja, natürlich will ich mit der schockierten Kuh reden. Mit der echauffierten Kuh. Wieso treffe ich dieses Kackvieh nicht? Nicht genügend Skill. Ja, ich merke das schon. Schreibt mich an, ich soll brennen. Freust du dich über die Zerstörung? Your kind has been dismembering and burning mines. Ja, es ist auf Cooldown, Mann. I must admit, the smell of charred human flesh is so very enticing. Wow. Er ist auf Cooldown? Was? Was ist auf Cooldown? Springen. So. Kann ich Milch haben? If you can find a bucket, sure. Consider it my last offering to a dying race. Was hast du gerade gesagt? Ich könnte Milch haben von ihr. Ach so. Wenn wir einen Eimer haben, würde sie mir Milch geben. Hm. Und das hat sogar als letztes Geschenk unserer sterbenden Rasse. Wir werden alle sterben. Ach, die Kiste hat Marco schon. Ach, Marco öffnet hier sowieso schon alles. Na klar. Na klar, na klar. Ja, natürlich. Genau in dem Moment, als ich springen will, ist die Abklingzeit vorbei. Wieder hinten noch zu den Türmen. Willst du Türmen? Ich will noch Türmen. Ich habe keine Lust mehr auf euch. Lasst mich Türmen. So, aber hochklettern können. Das sind gerade irgendwie strange aus. Diese ganzen Matschgestalten, die hier so durcheinander gewuselt sind. Tote. Ey, was ist das?
Oha. Okay, das ist schon die zweite Missgestalt in diesem Gebiet. Ein verdammtes Ach, du Problem. Scheiße. Speicher mal. Nee, das ist erst Level 15, den kriegen wir tot. Ach du Kacke. Gut, da machen wir beim nächsten Mal weiter. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Oh Mann. Passiert endlich was Tolles und dann kommen wir noch nicht mal dazu, es umzubringen. Oh, ihr wollt ihn unbedingt töten, wa? Ja, ich hätte gerade Bock drauf. Aber schnell. Ja, es funktioniert ja in dem Spiel. Kämpfe nicht, gehen in Divinity immer schnell. Alles geht in Divinity schnell. Es ist ein sehr schnelles Spiel. Beschleunigtes Spiel. Es ist wie Unreal Tournament. Na gut, dann töten wir die Viecher. Ich werfe eine Granate rein. Aber du wolltest doch ins Bett. Darf ich ja nicht. Doch, natürlich darfst du, aber... Ach so. Darf ins Bett. Verbietet dir ja niemand. Die Herren erlauben mir, das ins Bett zu gehen, wie du bist gesehen.